120 Kilo geballte Power auf der Judomatte. Das ist Daniel Messelberger aus Kolbermoor. Mit 18 Lenzen ist er schon Teil der Bundesligamannschaft des TSV Großhadern und war auch schon international für Deutschland unterwegs. Also meine größten Erfolge waren mit Sicherheit das Teilnahme bei der EOF, das ist European Youth Olympic Festival. Das ist sowas wie Olympiade, bloß ein bisschen kleiner, im kleineren Rahmen, hauptsächlich Europa gehalten. Und zwar letztes Jahr in U18. Das war bis jetzt eigentlich mein größter Erfolg. Leider ist nicht so gut gelaufen, aber die Teilnahme schon war eine Riesensache. Aktuell steht in diesem Jahr noch der dritte Platz bei den nationalen U21-Meisterschaften in der Klasse 100 Kilo plus zu Buche. Und dabei ist Daniel gerade erst in diese Altersklasse eingestiegen. Was zu meinen Stärken gehört, einfach, dass ich für meine Gewichtsklasse doch relativ flink bin. Ich gehöre noch zu den kleinen, leichten, schnellen, wenn man das anschaut. Ich weiß, da muss man im ersten Moment noch lachen. Aber haben die auch schon die 300, 130, 150 Kilo. Und da bin ich mit meinen 120 Kilo noch relativ leicht, was natürlich auch in der Geschwindigkeit widerspiegelt. Kraftmäßig bin ich den U21, kann ich eigentlich oben noch mitschwimmen, aber mein Ziel ist natürlich auch kraftmäßig, die dann oben zu übertrumpfen. Dazu hat er jetzt noch über 2 Jahre Zeit. Erst dann erfolgt der Einstieg in den Herrenbereich. Dort weht dann aber sicher noch mal ein ganz anderer Wind. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wenn ich Herren dann kämpfen werde, das wird ganz anders sein als jetzt U21. Es wird natürlich noch mal, die ersten Jahre werden natürlich dann schwer. Und aber wenn ich am Ball bleibe und immer fleißig weiter trainiere, dass ich dann auch da dann oben mitschwimmen kann. Erste Erfahrungen dahingehend sammelt er ja schon, wie gehört, in der Judo-Bundesliga und auch im Olympiastützpunkt Großhadern. Hervorgegangen aus der Talentschmiede des TuS Bad Aibling ist er nun nämlich extra ins Haus der Athleten in München gezogen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Es war schon lange ein Thema für mich, dass ich nach München zum OSP gehe, weil ich die Möglichkeit dann habe, auch öfters am Tag zu trainieren. Bad Aibling ist ein toller Verein, bloß mit Schwergewichten. Es gibt nicht so viele von meiner Sorte. Und das ist ein OSP, also Olympiastützpunkt München, da sammeln sich alle. Da hat man auf einfach auch mehr Trainingspartner. Da kann ich auch mehrmals pro Tag trainieren. Da hat man auch ein eigenes Dojo. Denn Daniel will hoch hinaus. Ja, Olympia, das ist natürlich mein großes Ziel. Da muss ich auch kleine Ziele stecken. Und ich bin dieses Jahr neu in der Altersklasse, U21. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dieses Jahr noch in die Nationalmannschaft U21 aufgenommen zu werden. Ich bin zwar noch U18 im Nationalkader, im DC-Kader drinnen, aber dieses Jahr ist mein Ziel C-Kader, hauptsächlich trainieren und dann nächstes Jahr dann international anzugreifen. Damit ich dann die nächsten 2 Jahre, also das zweite und dritte Jahr U21, dann auch international was hole. Danach 23 dann natürlich auch schon wieder erwachsen Richtung Olympia blicken könnte. Insgesamt ist der 18-jährige Voss-Schüler bisher eher der Typ sanfter Riese. Vor allem auf der Matte muss er deshalb noch lernen, mehr aus sich herauszugehen. Dann könnte es durchaus was werden mit dem ganz großen Traum.